Hallo, ich würde Sie gerne mitnehmen auf eine Reise. Es ist ein Trip in eine Gegend, der auf einem anderen Kontinent liegt. Aber gleichzeitig ist es eine Reise zu uns selbst, versprochen. Interessiert Sie, was hinter dem Lied von Biber Butzemann steckt? Wollten Sie immer schon einmal wissen, was die Elbetritsche wirklich sind? Oder warum der Belznickel gar nicht so freundlich aussieht wie der Santa Claus? Was ist der Murmeltiertag und warum könnte er genauso gut bei uns gefeiert werden? Die Antworten auf all diese Fragen finden sich in Pennsylvania. Dort leben die Nachfahren kurpfälzischer Auswanderer, die ihre Heimat vor 300 Jahren verlassen haben. Die Pennsylvania-Deutschen. Bei ihnen hat sich vieles erhalten, was bei uns durch Industrialisierung und mehrere Kriege verloren gegangen ist. Und deshalb können wir von den Pennsylvania-Deutschen viel über unsere eigene Identität lernen. Wer wir wirklich sind, sehen wir erst, wenn wir von Nordamerika aus in unsere Heimat blicken. Mein neues Buch gibt Ihnen einen kurzweiligen Überblick über Sprache und Kultur der Amerika-Pfälzer. Hibbe wie Dribbe, der Pennsylvania-Reiseverführer. 52 Geschichten erzählen von den Mühen der ersten Auswanderergenerationen in der neuen Welt, vom Aufstieg zu erfolgreichen Bauern und der Beharrlichkeit der Deutschen in Pennsylvania, mit der sie bis heute an ihrer Sprache und Kultur festgehalten haben. Sie geben aber auch Auskunft über Sehenswürdigkeiten dieses Ostküstenstaates, über die Möglichkeiten, Kontakt zu Amish und Mennoniten aufzunehmen und über die interessanten Museen und Volksfeste. Hibbe wie Dribbe, der Pennsylvania-Reiseverführer, möchte Sie dazu verführen, das Land der kurpfälzischen Amerika-Auswanderer kennenzulernen. Als Leser oder vielleicht einmal als Tourist. Ich lade Sie herzlich ein und freue mich über Ihre Unterstützung. Mit Ihrer Hilfe wird dieses Buch Realität. Ihr Michael Werner. Ich heiße Douglas Mainford und komme aus Pennsylvania in Amerika. Vielleicht kennen Sie mich schon aus dem Film Hibbe wie Dribbe, pfälzischen Amerika. In dem Film bin ich auf eine Aufsuche gegangen, um die Wurzeln meiner Kultur zu finden. Zum Glück habe ich viel in der Pfalz gefunden. Meine Reise dort war mehr als nur ein Erlebnis. Es hat mich wirklich tief berührt. Die Orte, die ich besucht habe, die Leute, die ich getroffen habe, das Essen, das ich gegessen habe. Nichts könnte besser sein. Durch Reisen können wir viel erleben. Durch Reisen können wir viel über andere Länder und Leute lernen. Durch Reisen können wir viel über uns selbst lernen. Deswegen bin ich sehr begeistert von Dr. Michael Werners neuem Buch Der Pennsylvania Reiseverführer. Dieses Buch ist wirklich eine Einladung für jede Person, die es liest, nach Pennsylvania zu reisen. Hier in meiner Heimat kann man viel über die pfälzische und andere Kulturen aus der Rheingegend lernen. Ja, Sie haben richtig gehört. Man kann viel über Ihre Kultur, ihre Sprache, ihre Traditionen auf meiner Seite des Ozeans lernen. Dr. Werners Buch erzählt unsere Geschichte und stellt eine umfangreiche Liste von möglichen Sehenswürdigkeiten vor, die man hier in Pennsylvania besuchen kann. Restaurants, Museen, Feste, alles, was mit den Pennsylvania Dutch zu tun hat. Nach vielen Reisen durch mein Land hat Dr. Werner viel zu erzählen.
Ich sage Ihnen ganz ehrlich, eine Reise nach Pennsylvania lohnt sich. Ich hoffe, dass wir durch dieses Buch eine starke und eine unzerbrechliche Brücke zwischen unseren Ländern bauen können. Lesen Sie das Buch. Lernen Sie etwas über meine Kultur. Träumen Sie von einer Reise nach Pennsylvania. Und dann kommen Sie mal hierher. Wir freuen uns schon sehr auf Ihre Ankunft. Mach's gut und ich hoffe, wir sehen uns dann über dem Do bei mir in Amerika.